Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir wieder einen Blick zurück und stellen uns mit den Neuzugängen aus Mai 2018 die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele der 17 Bücher von mir gelesen wurden. Und dann natürlich auch die Frage, was ist einem noch in Erinnerung und woran liegt es, dass vielleicht manches Buch noch nicht gelesen ist. Ich blende euch das Video wie immer ein und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Das erste Buch ist Split Second, Zurück in der Zeit von Douglas E. Richards. Es war, soweit ich mich erinnere, ein Zeitreiseroman, der allerdings gar nicht um eine große Zeitreise sich handelte, sondern da hat jemand die Möglichkeit erfunden, um ein paar Sekunden oder Minuten zu switchen, also zurückzureisen, und irgendwie kommt der Erfinder davon dann um und seine Freundin ist dann irgendwie gezwungen, das im Grunde aufzulösen. An mehr kann ich mich leider nicht so richtig erinnern, aber ich habe es gelesen. Auch Flammendes Land von Lauren DeStefano habe ich gelesen. Mir hat diese Reihe sehr, sehr gut gefallen. Das müsste der zweite Teil gewesen sein. Fand ich großartig, war eine tolle Dystopie, eine tolle Science-Fiction-Jugendbuch-Geschichte, die, glaube ich, aber dann in ihrem Abschluss im dritten Band nicht ganz mehr so meins war, aber ich fand den ersten Teil mega, den zweiten Teil gut und ich finde auch nach wie vor die Cover dieser Reihe wirklich sehr, sehr schön und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war eine coole Jugendbuchreihe, aber wie gesagt, ich glaube, der Twist im dritten Teil war dann nicht so ganz mehr meins. Gehört habe ich dann die Tuchvilla von Anne Jacobs, einfach dieses Historische, was ich ja dank der Clifton-Saga unglaublich gerne mittlerweile lese, also dieses frühe Historische, und die Tuchvilla wurde mir immer wieder empfohlen und ich weiß nicht, ob es an der Geschichte lag oder an der Sprecherin, die in dem Fall, glaube ich, Anna Thalbach war. Ich habe das nicht ertragen. Ich glaube, es lag wirklich sehr viel an Anna Thalbach. Ich kann mit ihrer Stimme überhaupt nichts anfangen. Ich war total genervt beim Hören und ich habe sie dann sogar von der Geschwindigkeit dann auch mal eine Zeit lang runtergestellt. Dann ging mir das aber alles zu langsam. Ich konnte damit nichts anfangen, aber ich habe es gehört. Gelesen habe ich auch In hohem Gras von Stephen King und Joe Hill. Joe Hill ist ja der Sohn von Stephen King. War eine Kurzgeschichte, die ich mir als E-Book geholt habe und die war ganz schön krass. Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern, an ein, zwei Szenen aus diesem doch eher horrorlastigen Buch und wirklich Spannung in dieser Kurzgeschichte, wo ich wirklich dachte, puh, da hilft auch Durchatmen und Augen zu nicht. Und ich bilde mir sogar ein, dass ich da drin mal irgendwo pausiert habe, weil es für mich einfach gar nicht mehr ging. Also auf jeden Fall gelungen. Nicht so gelungen war dann der dritte Teil, Kains Erbe von Jeffrey Archer. Das ist ja die Cain und Abel-Reihe. Und hier hat man im dritten Teil einfach ein anderes Buch von Jeffrey Archer genommen, was auch irgendwas das Plädoyer, ich bin mir gerade unschlüssig, oder der Anschlag, das Attentat, ich weiß es gerade nicht mehr, und hat es einfach in diese Reihe gepackt und als Abschluss ein bisschen umgeschrieben, dass es zum Rest irgendwie gepackt hat. Und ich war ja schon ein bisschen enttäuscht vom zweiten Teil. Grundsätzlich geht es da ja um zwei Jungs, Männer, die eben unterschiedliche Leben irgendwie führen und dann eben auch generationenübergreifend ist, aber der dritte Teil, ja. Autonom, Annalena Niewitz, habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht gelesen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ich glaube noch nicht. Ist eine Science-Fiction-Story über eine sehr düstere Zukunftsversion. Und ich frage mich gerade, warum ich das noch nicht gelesen habe und mir einbilde, dass es mir irgendwie bekannt vorkommt. Habe ich es vielleicht begonnen und dann aber irgendwie pausiert? Ich müsste das tatsächlich mal nachgucken. Mir sagt das so gefühlt irgendwie was, aber auch nicht so richtig. Ich würde es jetzt mal als ungelesenes Buch zählen, weil ich tatsächlich glaube, dass ich es nicht beendet habe. Aber ich, vielleicht kann ich ja da noch was in Erfahrung bringen. Gar nicht so einfach, ne? Aber ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen. Es war aber eine fesselnde, düstere Zukunftsversion und das hat mich an diesem Science-Fiction-Roman so gereizt. Und Die Brut, das Ende naht von Ezekiel Boone, war dann tatsächlich, glaube ich, auch der Abschluss der Reihe, die ich ja großartig fand. Also man hat hier ja im Grunde die Brut, etwas auf dieser Welt bricht aus und übernimmt im Grunde irgendwie die Menschheit, vernichtet diese, und das war sehr widerlich, was diese Menschheit, ich krieg direkt Gänsehaut, was diese Menschheit im Grunde
ja, ereignet hat. Und es war spannend, packend, es war sehr schaurig, irgendwie so ein bisschen gruselig und es war wirklich ein sehr rasanter Thriller, der mir unglaublich gut gefallen hat, die ganze Reihe. Ich finde auch, dass das Ende zu einem sehr, sehr gelungenen Ende gekommen ist. Und den zweiten Teil hatte ich ja, glaube ich, damals im Urlaub gelesen und das war dann der dritte Teil. Und ja, gehört habe ich dann auch Die Meisterin von Markus Heitz. Das ist ein Hörspiel, das es auf Audible gab und ich bin ja seit Monster 1983 ein absoluter Hörspiel-Fan. So auch von Die Meisterin, wo wir ja auch deutsche Schauspieler, bekannte Schauspieler, also vermeintlich bekannt, ich gucke ja keinen deutschen Film, ich kenne die wenigsten, hier wirklich mit ihrer Stimme aufgewartet haben und ich fand die Story dahinter wirklich grandios. Markus Heitz ist hier wirklich so ein bisschen eher eine düstere Fantasy-Story und dieses Dark-Fantasy finde ich halt sehr, sehr gelungen und ich finde, Markus Heitz kann das auch unglaublich gut erzählen und mir hat Die Meisterin sehr, sehr gut gefallen, ist mir auch in sehr guter Erinnerung. Ich bin sehr gespannt, ob diese Reihe vielleicht weitergeht. Auch ein Highlight des letzten Jahres war Die Schönheit der Nacht von Nina George. Hier habe ich ja so ein bisschen meine Liebe zu der Autorin gefunden, habe mir ja dann auch noch zwei, drei andere Bücher von ihr auf den Sub geholt. Das Lavendelzimmer war dann ja eher so ein bisschen ein Reinfall, aber was das Lavendelzimmer? Ich glaube ja. Aber Die Schönheit der Nacht war richtig, richtig schön. Hier geht es halt um Frauen, um zwei Frauen, die mehr oder weniger irgendwie was miteinander zu tun haben, die so ein bisschen über ihr Leben sinnieren, den Sinn des Lebens und ein grandioses Ende, wie ich wirklich fand. Nina George hat hier wunderbar geschrieben, hat hier wirklich fesselnd und bildhaft die Welt, die Geschichte der Frauen erzählt, hat mir unglaublich gut gefallen, war wirklich ein ganz, ganz tolles Highlight, was auch sehr emotional war. Dann ist Palace of Silk bei mir eingezogen von C.E. Bernard. Das ist, glaube ich, der zweite Teil der Reihe. Und mir hat hier der erste Teil unglaublich gut gefallen. Ich fand den wirklich Hammer. Wir haben hier ja im Grunde eine Welt, wo es Magdalenen gibt, die Gedanken steuern und auch verändern können und auch gelesen können. Und alles hängt so ein bisschen mit diesem roten Seitentuch, was man, oder Seitenband, was man auf dem Cover sieht, zusammen. Der erste Teil hat mich komplett geflasht. Beim zweiten Teil hatte ich schon den ein oder anderen Augenrollmoment und im dritten Teil war ich dann gefühlt einfach irgendwie raus. Es gab Entwicklungen, die ich überhaupt nicht verstanden habe, die überhaupt nichts mehr mit der Geschichte zu tun hatten. Ich überhaupt nicht verstand, wie es diesen Weg nehmen konnte und ich glaube, es kommt jetzt sogar noch ein vierter Teil, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich noch weitergeht, ob das ein paar Jahre später spielt, habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil ich das irgendwie nicht so gelungen fand. Dann waren wir ja mit Hugendubel auf Tour und da hatten wir auch das ein oder andere Video dazu gedreht und auch die ein oder andere Challenge gemacht. Zum einen sind wir ja blind durch den Hugendubel gelaufen und die anderen Kingsianer haben ja jeweils einen geführt und es war auch so, dass wir so ein Spiel gespielt haben, wo immer zwei Kingsianer, also wo ein Kingsianer erraten hat, was die zwei anderen vielleicht an Büchern so zeigen und wir durften alle Bücher aus der Frankfurter Tour sozusagen auch behalten. Unter anderem, und das war von der Autorin selbst, ist bei mir Insaney eingezogen von Kerstin Merkel, was ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich es noch nicht gelesen habe. Aber mir hat ja ihr neuestes Buch unglaublich gut gefallen und ich glaube, ich muss zu Insaney dieses Jahr auf jeden Fall im nächsten Urlaub einfach greifen. Ich finde, Kerstin Merkel schreibt unglaublich gute High Fantasy. Wenn man auch bedenkt, dass man ja bei deutschen Autoren immer so ein bisschen kritisch ist, das muss man überhaupt nicht sein. Zudem ist es auch noch signiert und ich habe mich wirklich mega gefreut und ich glaube, es muss einfach vom Sub befreit werden und bevor sie dann gar vielleicht mit ihrem dritten Buch fertig ist, also Kerstin, halte ich ran. Ich halte mich auch ran. Wird auf jeden Fall noch gelesen und gefällt mir auch vom Cover unglaublich gut und ja, also ich, High Fantasy, damit hat man mich halt doch sehr oft, auch wenn ich mich immer so ein bisschen bei so Wäldern dagegen sträube, aber es ist halt doch irgendwie schöner, wenn man ein Einzelband hat, als wenn man dann tatsächlich irgendwie immer eine Reihe hat, wobei auch drei Teile 300 Seiten. Aber naja, dann ist der Höllenkönig bei mir eingezogen von James Ebert. Das war, glaube ich, ein Buch, was Paddy für mich ausgesucht hatte. Das habe ich gelesen, leider abgebrochen. War überhaupt nicht das, was ich erwartet habe.
Es war einfach ganz anders. Es war vom Stil nicht wirklich gelungen, es war überhaupt nicht wirklich spannend. Alles, was im Klappentext irgendwie angeteasert wurde, war auf den ersten 50 Seiten schon passiert, war leider nicht wirklich meine Geschichte. Auch leider Jagd auf das verschollene Manuskript von Kathleen Flynn. Da hatte Thorsten und mich ja das deutsche Cover sehr abgeschreckt, obwohl Jane Austen draufsteht. Dann haben wir auch das englische Cover gezeigt bekommen. Und wir hatten eine Buchhändlerin, die uns in Frankfurt davon absolut vorgeschwärmt hat. Und es ist halt irgendwie schon eine Art Krimi-Geschichte, so um Jane Austen, auf verschiedenen Zeitebenen. Aber es war irgendwie nicht so richtig rund. Also ich glaube, ich habe es gelesen, ich fand es auch okay. Aber es war jetzt nichts, was mich absolut gepackt oder gefesselt hat. Ja, Quendel war letztes Jahr hoch im Kurs, war viel besprochen, hat mittlerweile aber auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das ist von, hat mir das Phil ausgesucht oder auch Paddy, ich bin mir gerade nicht sicher. Möchte ich auf jeden Fall noch lesen, ist aber natürlich auch einfach High Fantasy, wo man sich die Zeit einfach ein bisschen bewusster nehmen muss oder ich mir das auch möchte. Mich spricht dieses Buch auf jeden Fall sehr, sehr an. Es soll ja wirklich ganz, ganz tolle High Fantasy sein. Und das Problem ist natürlich immer, wenn was vorher gehypt wird, sind die Erwartungen sehr groß. Das habe ich ja auch gerade jetzt schon im Mai durchaus bei einem anderen High Fantasy Werk selbst feststellen müssen. Aber ich bin dennoch gespannt auf Quendel und freue mich auf dieses Buch. Und wenn ich schon allein sehe, dass da wirklich eine Weltkarte dahinter steckt und High Fantasy, da könnte man stundenlang drüber sprechen und schwärmen und irgendwie schlägt das Herz immer in diese Richtung. Ich glaube, ich persönlich lese aber irgendwie zu wenig. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, ich muss mir immer mal so mindestens ein High Fantasy Werk pro Monat vornehmen. Wobei, ja, zurzeit, glaube ich, kann ich gar nicht so meckern. Dann ist bei mir Stephen Hawking eingezogen, die illustrierte kurze Geschichte der Zeit. Ich habe schon 3-4 Bücher von Stephen Hawking gelesen, fand auch alle Bücher mega spannend und er kann auch einfach erzählen. Ich habe auch schon zig Dokus gesehen, ich glaube auch beide Filme, die es irgendwie zu seinen Biografien gibt. Einmal mit Benedict Cumberbatch und einmal mit Newt Scamander. Ich habe den Namen gerade Schauspielers vergessen. Leider habe ich das noch nicht gelesen, weil das ist echt was, wo man Muse haben muss für so ein Sachbuch, für so ein hochkomplexes Werk. Ich habe so ein bisschen reingelesen, reingeblättert, aber ich habe es noch nicht gelesen. Dementsprechend zähle ich es auch als ungelesen. Freue mich aber sehr darauf und ich denke, dass es dieses Jahr auf jeden Fall auch dran ist. Und dann ist die Hardcover-Ausgabe von der Reporter Markt bei mir eingezogen in dieser wunderschönen, speziellen Ausgabe. Und das habe ich ja in der normalen Taschenbuchausgabe, glaube ich, gehabt und gelesen. Hier auch mit einem roten Buchschnitt. Sieht wirklich großartig aus. Zähle ich als gelesen, weil es auch nicht wirklich auf meinem Sub gelandet ist, weil es ja ein Buch ist, das ich bereits hatte, bereits kannte und auch wirklich abgöttisch liebe. Das ist das Geilste, was es an neuerer Dystopie sozusagen gibt, auch an eben an erwachsener Dystopie, an düsterer Science Fiction, was es im Grunde wirklich auf dem Markt gibt. Und das hat Margaret Atwood wirklich grandios geschrieben. Und ich finde auch persönlich, dass man eben in dieser Welt, wo ja die Frauen so unterdrückt werden, das finde ich als Frau eben auch nochmal besonders beängstigend. Die zweite Staffel der Serie muss ich mir unbedingt noch angucken, ich kenne bisher nur die erste, aber die muss auf jeden Fall noch angeguckt werden, die soll aber ja sehr hart sein. Ja, und dann ist ein Schuber bei mir eingezogen von Markus Heitz, die Legenden der Albae. Und ich mag, wie vorhin schon gesagt, Markus Heitz Schreibstil super gerne und weiß auch noch gar nicht, warum ich nicht dazu gegriffen habe. Bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen ratlos. Ich glaube auch einfach, weil es eine 5-teilige Reihe ist, die alle nicht ganz so dünn sind, aber eigentlich schreckt mich das ja nicht ab. Ich glaube, ich muss einfach mal in den ersten Band reinlesen und einfach mal gucken, ob das was für mich ist. Und dann könnte ich ja direkt auch weiterlesen, was natürlich auch sehr, sehr cool wäre. Die Finger zählen 5 ungelesene Bücher, wobei ich jetzt den Schuber von Markus Heitz als einen ungelesenen zählen würde und nicht als 5 Bücher, weil ich glaube, auf meinem Sub steht im Grunde auch nur der erste Teil. Das mache ich aber rein häufig so, dass wenn ich da vielleicht auch schon weitere Teile habe, ich habe jetzt ja auch eine Trilogie von einer lieben Freundin geschenkt bekommen, da steht auch nur der erste Teil auf dem Sub. Also 5 von 17 ist jetzt nicht unbedingt der beste Schnitt, also es ist ja so gefühlt gerade so ein Drittel ungelesen, 2 Drittel gelesen, ist eigentlich ganz okay, aber ich muss mir jetzt diese 5 Bücher auch einfach mal
wieder so ins Gedächtnis rufen, mich fragen, warum sind die noch nicht gelesen und das dann auch einfach mal ändern. Und dafür ist ja für mich dieses Format auch da, wirklich nochmal so auf die Neuzugänge zu gucken und zu sehen, was ist da eigentlich noch ungelesen. Und vielleicht, es gibt ja manchmal auch einen Grund, also wie so bei dem Sachbuch von Stephen Hawking, da muss man einfach, finde ich, in Stimmung sein, sonst quält man sich durch sowas nur. Und das ist man eben nicht auf Kommando. Ist natürlich eben auch keine leichte Kost zum Beispiel. Ne? Also das so als Erklärung. Ja, jetzt bin ich natürlich neugierig, welche der Bücher, die ich euch in dem Video gezeigt habe, kennt ihr vielleicht? Welches meiner Subbücher habt ihr dann vielleicht schon gelesen und mögt da jetzt ganz, ganz toll davon schwärmen und mir Lust drauf machen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Infos findet ihr natürlich auch in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.